Moin Moin YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Hi Leute. Team Schmottke ist mal wieder im Harz unterwegs. Ja, heute mal wieder eine kleine Wanderung. Was heißt mal wieder? Wir machen eigentlich fast nur Wanderungen. Ja, heute ganz gemütliche 21,6 Kilometer stehen an. Jo. Nichts Großes. Wir waren auch erst vor ein paar Tagen. Deswegen haben wir uns gedacht, kommen wir heute mal ein bisschen Sutsche. Den ein oder anderen Stempel ergattern, geile Naturaufnahmen machen, Natur genießen. Sieht herrlich. Auch. Also bleibt dran. Jo. So Leute, erste Tagesziel erreicht wieder, oder mal wieder. Stempelstelle 130, Eberger Alberturm. Attention, Attention, hier gibt es sogar Sonnenstempel am Tresen. Dann müssen wir mal gucken, wie das ist mit Corona, ob wir das Heftchen einfach so abgeben und dann mal einen Schritt zurückgehen und den Stempel dann so raufdrücken. So sieht's aus. Also 130 Alberturm. Super. 20. Schon recht voll, ne? Leute, schon recht voll. Ganz unten links, ganz unten links. Ja, finde ich schön, aber selten. Hinter uns der Eingang vom Alberturm. Und da laufen wir jetzt mal rauf. So. Boah. Nichts anmerken lassen. Lass rein. Das war's. Ja. Mehr Treppen als am Kölner Dom. Aber die Aussicht hier. Wir sind wieder nicht im Saft, man merkt's. Man merkt's einfach. Zur Orientierung hat man hier oben die Himmelsrichtung eingegeben. Das ist geil. Also da ist quasi dann Süden, da ist logischerweise dann Norden. Und dann kann man sich immer so ein bisschen orientieren hier oben. So Leute, auf zum nächsten Stempel, Kaisereiche. Alberturm liegt hinter uns. Was wir wieder verpeilt haben. Der Sonderstempel gilt auch für den für das Sonderheft. Der Harzer Wandernal gibt es ein Sonderheft. Der Baudenstieg. Haben wir natürlich jetzt nicht dabei. Ja. Ätzend, Alter. Also wir haben ihn zu Hause gelassen, wir haben ihn, aber in Hannover, da liegt er gut. Ja, wir gucken halt immer, wenn wir uns eine Route, also wenn wir eine Route planen, schauen wir immer, okay, welche Stempelhefte brauchen wir. Und da der Sonderstempel halt natürlich nicht auf der Karte verzeichnet ist, haben wir das natürlich nicht mitgenommen. Das heißt, wieder was für die Zukunft gelernt. In Zukunft nehmen wir einfach jedes Stempelheft mit, was wir erworben damit wir haben, auf jeden Fall auf der sicheren Seite sind. Nein, naja. Sieht aus. Gut. Nächster großer Stopp ist die Kaisereiche. Eiche. Halt dein Maul. Halt einfach dein Maul. ja. Und dazwischen gibt es ein paar schöne Naturaufnahmen und dann sprechen wir uns da wieder.
Leute, hätten wir euch ja fast vergessen hier. So, da sind wir nun endlich, die besagte Kaisereiche. Zu Ehren von einem Förster hier oben angepflanzt. Was noch interessant ist, dass das erst mehrmals versucht werden musste, bis das hier oben bei fast 600 Höhenmetern gewachsen ist. Aber das ist die Kaisereiche, benannt nach dem Förster. Wir sind wieder bei der Kaisereiche aufgebrochen, Richtung Lassfelder Tränke, Stempel 141, der wurde verlegt. Da steht nämlich ein Schild ungefähr 200 Meter hinter der Kaisereiche. Jetzt müssen wir hier quer durch den Wald durch. Wahrscheinlich ist da irgendwie der Weg blockiert oder irgendwas. Jedenfalls der Stempel wurde verlegt. Falls ihr da auch mal hinlaufen wollt, dass ihr da nicht... Also das Schild ist so ein bisschen versteckt, man muss da ein bisschen um die Ecke gucken. Aber eigentlich relativ gut zu sehen. So, 17 Uhr, Zeit für die Mittagspause. Ja, echt Kohldampf, ey. Zwischendurch fast nichts gefressen, immer nur so eine Salami oder so zwischendurch. Deswegen machen wir uns jetzt erstmal hier schön Tortellini. Pesto. Mit Pesto haben wir uns abgefüllt und natürlich noch ein bisschen Parmesan. Und gleich fürstlich gespeist. Ja. Wir haben vorhin echt wieder ein bisschen rumgetrödelt, deswegen sind wir jetzt auch so halbwegs im Zeitdruck. Mal gucken, oh, mein Kaffeewasser kocht schon. Ah, es liegt noch ein Stempel vor uns, der aber natürlich jetzt richtig weit weg ist. Richtung Auto. Deswegen müssen wir jetzt noch mal kurz da gleich noch mal hin und dann sind wir schon fertig für heute. Ja Leute, ihr habt gerade auf jeden Fall echt was verpasst. Wie ihr seht, wir sitzen jetzt nicht mehr auf der Bank, und zwar da hinten, wo wir vorher gesessen haben, sondern wir haben uns jetzt hier in den Wald gekauert. Wir waren gerade schön unsere Nudeln am Köcheln, habt ihr ja gesehen, und dann auf einmal kam der Regenschauer der Vergeltung. Und dann waren wir halt mit Kochen beschäftigt und dann haben wir versucht, das Tarp da aufzuspannen und dann kam eine Windböe und das Tarp wieder umgerissen. Und jetzt sind unsere Kocher verstopft wegen dem Nudelwasser, also seiner funktioniert schon gar nicht mehr. Ey, also das waren gerade echt die schlimmsten 10 Minuten überhaupt, Alter. Und jetzt sitzen wir hier komplett eigentlich nass schon, Alter. Und löffeln hier so halbwegs unsere halbgekochten Nudeln. Aha, okay. Ja, das war mal ein kleines Update hier. Das Lager ist geräumt. Wenn der Ton jetzt ein bisschen scheiße ist, liegt daran, dass ich das Mikro abgeschraubt habe. Damit, weil es die ganze Zeit regnet halt und damit ich die Abdeckklappe wieder drauf machen kann. Ja. Stimmung, wie schon gesagt, auf einem absoluten Tiefpunkt. Komplett plitschnass. Es regnet noch weiter. Jetzt haben wir uns auf Krampf die Ponchos noch hier angezogen. Oh. Ja, winzig. Das war gerade echt Stimmungskiller, ja. Und ich sage auch noch, um 15 Uhr, ja, in 2 Stunden wird es regnen. So nach Satellitenbild. Kann hinkommen, ja. Jetzt 17 Uhr gewesen. Auf die Minute und wusch. Ja. Da standen wir da wie Max in der Erdbeeren, ey. Naja. Sagen wir noch eine richtig weite Strecke vor uns. Ja. Ich glaube, letzte Ziel, letzte Stempel für heute. Blick auf Wilde Mann und dann ab nach Hannover. Wir haben ja noch eine kleine Entdeckung gemacht, nämlich hier mitten im Wald. Wir sind gerade von dem Hauptweg oben hier so einen kleinen ganz, ganz kleinen Waldweg runter und dann sehen wir hier so eine riesen Grube und in der Grube unten drin liegt einfach ein altes Auto. Da kann man das Lenkrad erkennen und ganz viele Metallteile. Krass, was man hier alles im Wald so findet. Das ist der sogenannte Stille See, wie man sieht. Teich. Stiller Teich meine ich natürlich. Oder Stiller See? Komm,
Stiller See, ich habe recht gehabt. Ich habe recht gehabt, heute war ein Teich, also 479 Meter über. Schönes Fleckchen Erde hier. Immer noch auf dem Weg zur Prinzenlaube. Echt total verwunschene, kleine Pfade. Auch ein bisschen manchmal so halbwegs gefährlich, wo du durch den Morast musst. Wo du einfach denkst, hä, da geht's doch geradeaus so. Also Kritik an der Mode-App kannst du nicht unbedingt sagen. Weil wir kennen das uns ja auch nicht aus. Hier sagt er rechts abbiegen. Müssen wir mal gucken. Aber echt, also von den Wegen diesmal echt richtig geil. Da müssen wir das lang. Muss ich auch sagen. Dann gehen wir da lang. Da müssen wir lang. Also jetzt ist wieder ein normaler so Forstweg, Waldweg. Aber auch so die ganze Zeit nur durch Berg und Tal auf so übel ein Fuß breiten Trampelfaden komplett hier überflutet waren. Also echt krass, ey. Wie ihr auch gesehen habt, wo ich da den Berg da hochgeschlichen bin. So richtig erinnert mich ein bisschen an die Alpen. So kleine, feine Pfade. Kleine, feine Pfade. Also werden wir doch wieder belohnt. Die Stimmung ist jetzt nicht mehr auf dem Nullpunkt, ist es schon wieder gestiegen. Ja. Die Sonne geht zwar Sonne runter, kommt wieder raus. Aber sie ist da, genau. Sehr schön, sehr schön. Richtig geil. Nimmt das Ganze doch noch hier einen guten Verlauf. Ja. Geht jetzt zur Prinzenlaube, so mindestens 1,5 Kilometer. So, zu unserer Linken. Das kleine Dörfchen Wildemann. Da, wo wir auch geparkt haben und wo die Tour angefangen hat. Wir müssen aber noch ein Stückchen weiter, weil Nord... östlich von Wildemann wartet der letzte Stempel für uns heute. Für euch, ja, wahrscheinlich. Also, schön nochmal die Aussicht hier, Sonne. Herrlich. Der Daumen. Das macht die schlechte Stimmung von dem Regen von vorhin auf jeden Fall wieder weg. So Leute, hinter uns die Schutzhütte Prinzenlaube. Wir haben es geschafft. Da drin wartet der letzte Stempel. Für heute. Den werden wir uns jetzt noch schön einsacken, werden an dieser Stelle das Video beenden. 23 Kilometer wieder gemacht. Ja. Regenschauer. Leute. Hallo? Dreh ab. Als Outtake drin lassen. Das lassen wir sowas von drin. Leute, geht's euch gut? Top. Hallo? Ja. So Leute, wir haben es geschafft. Hinter uns die Prinzenlaube. Dort befindet sich der letzte Stempel. Der letzte Stempel für heute, ja. Boah, ganz schön geschafft, ja. Obwohl es nur 20 waren, aber ja. Trotzdem ganz schön geschafft. War trotzdem eine geile Tour. Ja. Ja, der Regen hat uns ein bisschen die Laune verhagelt. Aber gut. Ja, es gehört dazu halt. Ne? Es gehört dazu. War halt gerade genau bei mir mitten im Essen, wo unser Essen und unsere Brenner versagten. Aber gut, ja, die waren ein bisschen schlecht drauf. Aber jetzt bei dem Anblick hier, ja, alles vergessen. Genau. Jo, dann würde ich sagen, beenden wir das an der Stelle, das Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Schreibt einen Kommentar, wenn ihr Anregungen oder irgendwas habt. Genau. Wir werden uns da nochmal gleich auf die Bank setzen, ein paar Sonnenstrahlen tanken, ein bisschen den Tag ausklingen lassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ja. Ciao, ciao. Ciao.